Ein herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend dabei seid. Wie ihr seht, sind wir heute Abend direkt zu zweit. Hallo Karin Link. Hi Claudia. Karin ist nämlich alle 3 Monate bei mir, weil wir haben heute die Pferde besprochen für das Augeschulen, die im nächsten Heft unserer Ausgabe 3 2020 dabei sein werden. Außerdem hat sie Mr. P behandelt, wie üblich, wenn sie hier ist, sozusagen Wellness und gucken, ob irgendwas im Argen ist. Ja, und jetzt sind wir hier bei euch heute Abend und wir haben euch Grace mitgebracht. Und dazu gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei, damit ihr die Fotos sehen könnt von Grace. Und Karin, damit übergebe ich jetzt einfach mal an dich. Ja, sehr schön. Also ich habe Grace rausgesucht und zwar ist sie für mich ein typischer Vertreter. Ich suche ja immer ein Thema raus. Und was für die gesunde Haltung auch jetzt organisch zu beachten ist, beziehungsweise wo man einfach vorbeugen kann. Grace sieht ja an sich, ich nehme das da. Ja. Grace sieht ja an sich also wirklich sehr, sehr gut aus und sehr gepflegt. Doch bei genauerem Hinsehen fallen natürlich dann auch ein paar Sachen auf. Und gerade wenn ich das Pferd langfristig gesund erhalten möchte, dann sind doch ein paar Sachen, die man vielleicht vorbeugend machen kann, damit es dann auch so bleibt. Meine erste Betrachtung ist natürlich jetzt erstmal links und rechts zu vergleichen, weil auf dem Seitenbereich, wenn ich sie rechts sehe oder auch links sehe, dann sehe ich ja erstmal die Unterschiede, ob da irgendwie links und rechts eben von der Balance her Unterschiede da sind und ich damit ja auch gerade die Rechts-Links-Balance oder auch Vorne-Hinten-Balance dann einfach besser ausjustieren kann. Also wir zeigen euch jetzt mit Absicht erstmal die unmarkierten Bilder, ne? Richtig. Damit ihr auch mal einen Moment eine Chance habt, euch das anzugucken, wie es so bei uns ankommt. Und nachher seht ihr im nächsten Schritt, seht ihr die Bilder dann mit den Markierungen, die Karin gemacht hat. Genau. Also im ersten Schritt lasse ich eben halt auch die Pferde auf mich wirken. Wie sieht das jetzt in dem Falle links aus im Vergleich zu rechts? Was zeigt sie da für Unterschiede? Also bei Grace muss ich sagen, wie gesagt, sie ist sehr, sehr gepflegt und es ist schwierig, eben diese Unterschiede auch zu sehen, weil sie macht einfach einen tipptopp guten Eindruck. So. Jedoch fallen ein paar Sachen auf. Ich hoffe, euch vielleicht auch. Dann gehen wir mal ins Eingemachte. Wollen wir das nicht erst bei den Markierungen machen oder willst du das jetzt schon machen? Bei den Markierungen dann. Dann scroll ich noch mal ein bisschen weiter hier runter. Richtig. Das ist irgendwie ungewohnt. So, also hier haben Ah, wir. Sekunde, Sekunde. Ich habe gerade einen fürchterlichen Fehler gemacht. Ich muss mal Also ich gerade habe echt hier was töten. Dann scroll ich noch mal ein bisschen weiter hier runter. Richtig. Das ist irgendwie. Genau, jetzt können wir weitermachen. Entschuldige. Ich habe Facebook nochmal geöffnet und dann kam mir alles mit doppeltem Ton. So, und jetzt gehen wir ans Eingemachte. Dann gehen wir ins Eingemachte. Ich gucke einmal, wer wir haben es links. Und zwar oben sieht das ja alles sehr, sehr harmonisch aus. Wenn wir jetzt aber runterscrollen auf meine Kringel, die ich ja immer gerne zeichne, sehen wir hier noch ein paar. Was heißt das? Also Grace ist für mich einfach sowas, wo die Lymphen sich so ganz allmählich so heimlich anschleichen, die dann halt im späteren Verlauf, gerade in den Jahren, sich dann halt abzeichnen können. Grace ist zu dem Zeitpunkt 6 und sie soll aber auch mit 12, 13 noch gesund sein. Und diese Sachen möchte ich da eben auffangen. Mit dem großen Kreis, genau wo du jetzt mit dem Cursor bist, hier, ist der Hals-Schulterübergang im Grunde genommen verklebt. Das heißt, ich kann keine Differenzierung zwischen Hals und Schulter sehen, bis auf die paar Schattierungen. Guck mal, ich gebe dir mal die Maus, dann kannst du das mal selber zeigen. Warte. Guck mal, ob du es zeigen kannst. Ah, wo ist sie? Warte. Voll lustig. Yes. Ey, die Maus will nicht mehr mit uns sprechen. Okay. Dann machen wir das jetzt so, dass die Maus wieder mit mir spricht, hoffe ich. Lass mal gucken, ist sie denn jetzt wieder da? Oh, die Maus ist ganz weg. Dann probier es doch nochmal mit Bildern.
beschreibe es, während ich die Maus repariere. Ja, also wir sind einfach nach links gesprungen, macht nichts. Hier können wir nämlich ein paar Sachen schön sehen. Ah, die Maus ist wieder da. Ja. So, was hier auffällt, hier haben wir am Hals doch tatsächlich also mehr Schattierungen und auch Differenzierungen, also von der Muskulatur mit dem großen ovalen Kreis, wo ich den Schulter-Halsbereich abzeichne. Also hier kann man den Hals abgesetzter sehen von der Schulter als auf dem Aufstellbild rechts. Was hier aber zu sehen ist, Aufstellbild, warte mal, jetzt sind wir hier bei links, als so. Auf dem Aufstellbild rechts. Wir waren nämlich eigentlich erstmal hier jetzt noch bei den vielen Punkten und Kreisen. Ja. genau, hier ist also, wenn wir jetzt den großen Kreis nochmal am Anfang vom Hals rechts nehmen, ist sehr wenig Differenzierung von der Muskulatur und Definition zu sehen, sondern es geht relativ stark ineinander über. Das heißt für mich, da sind Verklebungen da, was es sie in der Muskulatur einschränkt in der Bewegung, weil die aneinander kleben und damit einfach den Bewegungsradius nicht vollkommen ausschöpfen kann. Dann haben wir als weiteres, der ist immer für mich ganz interessant, der kleine Kreis an der Gurtlage, dieser hier. Und zwar ist es so, hier verstecken sich oft Spannungen, die durch bestimmte Techniken und auch im Winkel sich zeigen, ob da Spannungen drauf sind oder nicht. Also wenn man nur so normal drüber geht, dann fallen die oft nicht auf. Aber in einem gewissen Winkel ist doch ein Nerv oft empfindlich, was bei Stuten leider dann oft nachgesagt wird, sie wären sehr stutig. Und ja, wird aber eigentlich falsch angesetzt. Und die Besitzerin schreibt doch, dass sie sehr lange an Gurtzwang gelitten hat. Und ich könnte mir echt noch vorstellen, dass da noch so gewisse Reste vorhanden sind, weil auch Triggerpunkte, die hören nicht auf, die muss man regelrecht deaktivieren, damit die ihre Spannung verlieren. Lass mich ganz kurz eine Frage beantworten. Es wurde gefragt, ob wir das hier aufzeichnen. All unsere Facebook-Lives könnt ihr anschließend auf unserer Facebook-Seite abrufen. Ja, natürlich werden die aufgezeichnet und sie sind dann einen Tag später auch auf unserer Homepage zu finden. Sehr gut. So, als nächstes haben wir hier das Fesselgelenk. Und das ist für mich ebenfalls nicht klar definiert. Das heißt, ich kann weder die Sehnen sehen, noch ist der Fesselkopf so ganz leicht schwammig. Also alles, nichts im Argen. Aber für mich ist einfach der wichtige Punkt, sie soll mit 12 oder mit 20 noch genauso gesund bleiben können. Das Schöne ist, hier können wir ja mal ein bisschen näher noch heranzoomen, soweit wie das geht. Also bei einer klaren Struktur würde man jetzt hier die Bänder, Sehnen, Gelenke einfach viel besser erkennen. Das hier verschwimmt so ein bisschen ineinander, oder? Ja, das stimmt und das ist für mich eben so ein Anzeichen, dass da halt auch der Durchfluss bzw. der Abtransport nach oben nicht gewährleistet ist. Hat nichts mit Krankheit zu tun, nur es steckt fest. Sagen wir mal so. Dann habe ich, wenn wir weiter nach hinten gehen im Rumpf, genau an der Flanke, wenn wir diesen großen ovalen Kreis nehmen. Den queren oder den hohen? Den großen, den hohen, den da. Der zeichnet das Gürtelgefäß ab. Hier. Und was ich da eigentlich gerne sehen möchte, und genau da ist der Cursor genau richtig, und zwar, dass sich die Rippen so ganz leicht abzeichnen Richtung Taille, dass sich da eine Taille formt, beziehungsweise zum Hüfthöcker, dass da etwas mehr Schattierungen sind. Bei Grace sehen wir, dass es sehr ausgefüllt ist und eigentlich eher einem Luftballon ähnelt und es ist ein Ticken zu viel. Also wie gesagt, es ist immer nur etwas und so, dass sie sich wohlfühlt. Da hat sie, denke ich mal, Druck, was ich zumindest aus diesem Bild sehen kann. Der andere Kreis, dieser hier, der zeigt auch weiter, dass gerade diesem Flankenbereich ist sie voll und kommt mir etwas aufgebläht vor, was einfach wiederum dieses Art Luftballon zu viel an innen drin einfach abläuft und damit halt wiederum
zurück auf das Gürtelgefäß, die Verbindungen zur Hinterhand nach vorne, dass es einfach fließen kann, stockt. Würdest du denn sagen, sie ist zu dick oder was ist das? Oder ist es was ganz anderes? Zu dick auf keinen Fall. Also dick ist für mich, wenn die Speckablagerungen haben. Was dann eben an der Gurtlage ist oder vor allem im hinteren Bereich an der Gruppe oder eben halt auf den Rippen. Aber von dick, sie ist sehr sportlich. Dick ist auf keinen Fall der richtige Begriff, sondern wirklich dieser Druck, dass innen sich das aufstaut und einfach zu wenig fließt. Es fließt in dem Körper zu wenig. Dieses zu wenig Fließen, zu wenig Bewegung, würde mir jetzt einfallen, oder ist das zu platt? Das ist zu platt. Das habe ich befürchtet. Weil für mich ist es immer eine Kombination aus Bewegung und Fütterung. Und wir haben leider in den deutschen Breitengraden ist das Fütterungsthema ein großes Problem, weil die oft überfüttert sind oder halt auch das Futter falsch angesetzt. Und Grace ist zu 75% Vollblüter. Die hat einen anderen Stoffwechsel und eine andere Verdauung als jetzt ein normaler Warmblüter. Deswegen muss man da einfach darauf achten, was gebe ich ihr und dass ich es am besten auf sie anpasse. Es ist noch gut, ist alles noch im grünen Bereich, aber eben, ja, sie soll mit 12 noch genauso gesund sein wie jetzt. Dann verrat uns bitte nochmal, was diese blauen Linien hier uns zeigen. Ja, also die obere waagrechte blaue Linie, diese, die habe ich eingezeichnet, um zu sehen, ist sie tatsächlich überbaut oder nicht. Weil es war auffällig, dass sie geschrieben hat, sie würde, wäre überbaut. Das zeigt sich aber nur in ihrem Gangbild, aber nicht von ihren anatomischen Aspekten. Also hier ist es waagerecht, das ist also alles im Lot. Die Gruppe ist nicht höher als der Widerrist und davon, ja, nicht überbaut. Nicht überbaut. Die anderen Linien zeigen so genau diese lange Linie, wie der Rücken abfällt. Und die hintere ist eben die Gruppe, wie die im Verhältnis mit dem Kreuzbein steht. In Bezug auf das Gürtelgefäß sehe ich das eben halt genau, dass da nach hinten einfach der Zug da ist und es dann im Grunde so ein Dreieck bildet, was dann eben, wenn ich jetzt den Rücken, der lang reinfällt, einfach dann zeigt, dass sich eben das Gürtelgefäß aufstauen kann. Und ich würde mir hier wünschen, dass diese langgezogene Linie etwas höher wäre, dass also der Rücken in sich gerade verlaufen würde. Genau. Dass der vordere Teil etwas höher wäre, dann wäre einfach das Fließen innen drin einfacher. Vom Widerrist Rückenlinie, was für mich eigentlich auch immer ein sehr wichtiger Aspekt ist, hat sie eine sehr harmonische Linie. Also sie hat keinen abgebrochenen Widerrist, was wir bei vielen, vielen Pferden sehen. Also der ist hier noch sehr harmonisch. Nur sie könnte eben auch mehr Bauchmuskulatur haben, welche die stützt. Dann ist die Rücklinie oben, wird dann waagrechter. Jetzt kommt hier gerade eine Frage, nämlich was ist denn mit den Trachten? Auf das Thema Hufe gehen wir gleich, glaube ich, nochmal speziell bei dieser Stute ein. Ja. Dann haben wir hier nochmal das Aufstellbild von der linken Seite, einmal ohne Einzeichnung und Markierung und einmal mit Einzeichnung und Markierung. Jawohl. Also hier können wir eben sagen, auch hier diese blaue Linie, das Pferd ist nicht überbaut. Im Bewegungsablauf kann sie sich tatsächlich überholen, weil sie hat eine sehr, sehr starke Hinterhand, also eine sehr volle Hinterhand vom Vollblüter sicher vererbt. Und damit hat sie natürlich Kraft, wo sie sich regelrecht überrollen kann, wie so eine Schubkarre, die einfach mal nach vorne überkippt. Auch hier ist jetzt diese große an der Flanke, diese hier, sieht man eben auch, dass der Bauch doch recht voll ist und für mich einfach ein Ticken zu viel. Auch kann ich die Bauchvene relativ schwach sehen. Das heißt, das ist einfach zu viel. Und wenn sie etwas weniger hätte, wäre es für sie sicher angenehmer.
Und hier oben haben wir jetzt eben keinen Kreis. Und man sieht auch hier, dass recht wenig von den Rippen zu sehen ist, also vor allem der letzte Rippenbogen, das dann gleich direkt in die Flanke übergeht und keine Taille bildet. Also es soll nur so 1 oder 2 Zentimeter reingehen, aber einfach damit das Gewebe weich wird. Weil oft sehe ich halt, dass da Spannungen sind und wenn ich da palpiere, dann fühlt sich das wirklich an wie so ein Luftballon, der aufgeblasen ist, der einfach Spannung an der Außenhaut hat. Und die Pferde fangen an, sich wohlzufühlen, wenn ich da reinkommen kann. Und das habe ich nachher auch als Übung noch mit aufgezeichnet, damit man einfach da die Pferde auch entlassen kann, dass die sich etwas wohler fühlen. So, und dann haben wir vorne, hier sehen wir interessanterweise die Stütze an einem großen ovalen Kreis, den hier. Und dieser obere Muskel, den man dann in der Mitte sieht, den da, der stützt für mich. Also damit nimmt sie Gewicht auf die Vorhand vom Körper. So, der muss eigentlich dann, nicht, dass man jetzt aber an diesem Muskel arbeitet, sondern auch da eher an der Koordination und an der Stabilisation von unten, damit sich dieser Muskel entlasten kann. Auch der kleine Kreis am Hals, da sehe ich eben, wie die Muskulatur sich abzeichnet von den Halswirbeln, sprich hier eine stützende Funktion der Muskulatur übernommen wird, die eigentlich weicher sein sollte. Also sie ist nach links lastig und stützt sich da eben vor allem auf das linke Vorderbein auf. Rechts sehen wir das nicht. So. Was auch aber trotzdem schön ist, auch hier die Widerrist-Rückenlinie ist sehr flach. Genau, und wenn wir jetzt die Rückenlinie selber sehen, ist eben der Widerrist da nicht abgeknickt, sondern sie hat einen schönen langen Widerrist. Und auch der Trapezbereich ist völlig in Ordnung und ausgefüllt. Wunderbar. Dann kommen wir zum Aufstellbild von hinten oben. Vielleicht nochmal ein genereller Tipp für euch, wenn ihr mitmachen wollt bei uns, das Auge schulen, dann schaut ein bisschen, dass wir die Hinterhufe komplett sehen. Also hier kann man zwar erahnen, dass das Pferd nicht ganz geschlossen steht, aber es wäre schon schöner, wenn wir die Hinterhufe auch noch komplett sehen. Es hilft, wenn man sich einen Stuhl oder eine Leiter schnappt. Einer das Pferd festhält und ein anderer fotografiert. So viel zum Thema Abenteuermodus Pferdefotografie. Das ist auch sehr spannend wird. Richtig, weil wir sehen das hier nur zweidimensional und da ist es für mich, für die Beurteilung, deutlich schwieriger, die links-rechts Spiegelung zu sehen, weil, wie man es hier eben sehen kann, es kann nicht akkurat beurteilt werden. So, wenn wir jetzt einen großen Kreis nehmen, da kann ich im Grunde nur sagen, hier ist wirklich schön voll und diese sogenannte Hungergrube, wenn du mit dem Kurs etwas rüber gehst, verändern, nicht ganz so in die Mitte hier. Ja, die ist sehr schön ausgefüllt. Also, das heißt, Grace ist an sich auch echt entspannt. Sonst würde sie sich deutlich mehr abzeichnen. Auf der rechten Seite hier, da sieht man das Abzeichnen, aber weil das Bein auch nach vorne gestellt ist. Achtung. Und hier sehen wir eben die Unterschiede, wenn die Beine nicht gleichmäßig sind. Das könnte, wenn die Beine jetzt, stopp, wenn die Beine gleichmäßig sind, und wir hätten das Bild, dann wäre definitiv ein Defizit da. Aber in diesem Fall, da das eine Bein vermutlich nach vorne steht, ist das nicht aussagekräftig. Was ich mit dem anderen rechten Kreis an der Gruppe damit sagen wollte, ist, sie hat eine sehr schöne voluminöse Gruppenmuskulatur. Gerade dieser Gluteus, der sich hier breit macht, ist rund und vor allem auch jetzt in Richtung Mitte. Zur Wirbelsäule hin, es ist alles schön gleichmäßig, beziehungsweise auch weiter oben, dass eben nicht dieser Gluteus zu viel arbeitet, weil er auch oft kompensiert, sondern es ist wirklich gleichmäßig durchgebaut und schön weich. Wenn wir die Wirbelsäule jetzt angucken, kann ich eben nur vermuten, dass sie auch da gerade ist, aber wir sehen so einen leichten Knick und da ist eben, was die Aufstellung angeht, ganz wichtig, dass die Beine wirklich parallel stehen, damit da eine gute
Beurteilung möglich ist. Weil hier ist es etwas verzerrt, der Widerrich ist leicht nach links gekippt, die linke Schulter hängt etwas mehr runter, der Hals an sich ist wieder gerade, könnte vermuten lassen, dass eben auch, was wir vorher schon mit den Aufstellbildern links und rechts gesehen haben, dass sich das hier jetzt fortsetzt und die Muskulatur tatsächlich unterschiedlich ist. Aber bitte, dazu muss gewährleistet sein, dass auch die Vorderbeine auch parallel stehen. Dann kann man wirklich eine ganz klare Aussage geben. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch zu dem Thema, was eben schon angesprochen worden ist. Was ist mit dem Hufen, was man von der Seite gesehen hat? Die Trachten waren zum Teil sehr niedrig, aber auch sehr unterschiedlich. Und die Besitzerin schreibt selber, die Stute habe das High-Low-Syndrom. Man könnte auch sagen, die Hufe sind unterschiedlich hoch. Und was das bedeutet, was das ausmacht, das erkläre ich uns jetzt. Ich gebe mir Mühe. So, und dazu ist eigentlich dieses Aufstellbild vorne ganz aufschlussreich, weil hier sehen wir nämlich nochmal, dass dieses linke Vorderbein ist angehoben. Also wenn wir jetzt den großen Kreis und den kleinen Kreis an der Schulter nehmen, hier. Und das hat für mich, hat für mich massive Auswirkungen, was die ganze Statik angeht, vor allem links, rechts. So, in dem kleinen Kreis kann man einfach sehen, dass das Schultergelenk jetzt ist höher, was ich versucht habe, über diese blaue Linie zu markieren, ist etwas höher als auf der rechten Seite. Also sie kann sich nicht gleichmäßig hinstellen, weil eben die Statik nicht richtig ist oder nicht stimmig. Sie hat aber auch das Gewicht mehr auf vorn rechts, oder? Oder irre ich mich da? Ja, so sieht es eben aus, ja. Dass sie das Bein da anhebt. Was hier eben auffällt, ist, dass die Hufe nicht gleich groß sind und auch von der Höhe dann vor allem variieren. Also die Besitzerin schreibt ja auch, dass sie das wirklich mit 4-wöchigen Intervallen im Griff haben. Das ist wirklich das Beste, was man machen kann in dem Modus. Öfters ist besser, als zu viel zu korrigieren. Ganz wichtig, also deswegen so ein 4-Wochen-Rhythmus ist wirklich sehr zu empfehlen. Jedoch müsste man vielleicht überlegen, wie man der Stute weiterhelfen kann, dass sich einfach die Hufe dann auch anpassen. Und da habe ich echt schon gesehen, was da möglich ist, dass sie sich auch über die Jahre fast gleichmäßig in der Trachte anpassen. Und damit habe ich auch die Schultern oben viel gleichmäßiger. Und es müsste natürlich auch von oben geholfen werden, also sprich vom Rumpf, sodass wir die Statik von beiden Seiten auffangen. A, von oben, weil ich habe ja ein gewisses Bewegungsgefühl drin, wo ich natürlich wieder unten störe. Und umgekehrt muss ich aber unten das Laufwerk immer wieder justieren, damit ich das Gefühl natürlich nach oben auch durchtransportieren kann. Aber ich weiß gar nicht, sind das wirklich Jahre? Also das dauert natürlich seine Zeit, weil sich die Bänder, Sehnen und Gelenke ja erstmal wieder neu orientieren müssen. Und ganz klar, das kann man nicht von heute auf morgen einfach mal so rapzap ändern. Aber Jahre ist ein bisschen viel, oder? Nein, Jahre eben. Also ich würde sagen, so 1-2 Jahre kann man da wirklich viel erreichen, dass es fast gleich wird. Kommt immer auf den Hufschmied drauf an und natürlich auch auf das Pferd und beziehungsweise den Erfahrungswert vom Hufschmied. Aber ich habe da schon so tolle Sachen gesehen, also da war ich echt geblättet, wie schnell die das manchmal echt in den Griff kriegen. Und jetzt willst du uns noch ein paar Übungen zeigen, die gerade für Grace gut wären, aber auch für jedes andere Pferd, was Problematiken hätte. Wir entschuldigen uns für das zweite unscharfe Bild. Das hat sich da irgendwie reingeschmuggelt. Zu Beginn war es nicht so unscharf. Jetzt ist es unscharf. Ja. Ich denke, man kann zumindest die Wichtigkeit sehen, und zwar, was ich mache und wo ich bin. Weil das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass dieser Gurtbereich, auf den mehr aufgepasst wird. So, ich habe oben ein Anatomiebild aus dem Atlas von Butras, oder habe ich auch noch verschrieben, Butras und Röcke geklaut, um das einfach bildlich darzustellen, weil diese gelben Bereiche, diese da, das sind Nerv-Austrittspunkte und genau da, wo eigentlich der Sattelgurt aufhört. So, und für mich, wenn die extrem sensibel sind, ist es oft so, dass sie das ganze Vorderbein ranziehen und dieses Vorderbein gar nicht mal so richtig mehr bewegen können.
Es sieht relativ unspektakulär aus, wenn die sich bewegen. Aber wenn ich die anfasse, dann ziehen die dieses Vorderbein so ran und es blockiert im Grunde genommen, wenn ich diesen Nerv aktiviere, das ganze, die ganze Schulter, das ganze Vorderbein. Und die kommen sogar teilweise so, dass sie wirklich ins Zittern kommen, ins Vorderbein. Und deswegen ist mir das ein großes Anliegen, den Bereich erstmal zu desensibilisieren, was wir auf dem ersten Bild sehen. Wichtig ist, wie ich das auch im letzten eigentlich schon erklärt habe, und deswegen war die Idee, dass ich mal Bilder, wie ich am Pferd stehe, es zu demonstrieren. Der Handballen ist für mich das wichtige Instrument. Hier. Hier. Genau, ich wollte gerade sagen, entschuldigt, dass ich den nehme, weil dieser Nerv ist so sensibel. Wenn ihr schon mal einmal zwischen den Rippen reingefasst, wenn euch irgendwie mal pieksen wollt, das ist sehr unangenehm. Also sind wir doch wenigstens nett und gehen mit der breiten Handfläche dran, damit sich das Pferd an uns auch gewöhnen kann. So, und dann massiere ich diesen Teil erstmal eine Weile, damit die Pferde wieder Luft holen können. Und das für mich ist nach wie vor, auch nach 20 Jahren, wirklich das Schönste, wenn die einmal anfangen zu atmen, tief zu atmen. Weil der macht so viel Ärger, das glaubt man nicht. Und das ist der erste Ansatz, den ich eigentlich bei jedem Pferd habe, dass ich den Bereich erstmal desensibilisiere. Interessanterweise, auch wenn man bei dem trotz unscharfen Pferd sieht, er macht einen langen Hals, er senkt sich im Hals ab und geht dann nach vorne und hört im Moment auch aufmerksam zu. Ich mache aber weiter. Ich warte auf diesen Teil, wenn er anfängt durchzuatmen. Es kommt hier jetzt gerade noch eine Frage, da will ich ganz kurz darauf antworten. Lisa fragt, und das ist sinnvoll, die Hufe anzugleichen, wenn es von Natur aus verschieden große Hufe sind. Es geht ja nicht nur um die reine Größe der Hufe, Lisa, es geht auch um die Höhe. Und wenn du dir das mal vorstellst, wenn die unterschiedlich hoch sind, dann ist das so, als wenn du auf einem Fuß einen Turnschuh hast und auf dem anderen High Heels. Das heißt, mittelfristig muss man sich etwas überlegen, wie man hier eine Lösung finden kann, weil sonst das Pferd darunter leidet. Die Gelenke, Sehnen und Bänder werden belastet in einer Art und Weise, die keiner aushalten möchte. Es sei denn, du möchtest jeden Tag auf der einen Seite einen Turnschuh haben, auf der anderen Seite ein High Heel. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Man kann also nicht sagen, ratzfatz, wir machen das jetzt ratzfatz gleich, weil nochmal, was wir gerade schon gesagt haben, die Sehnenbänder und Gelenke, die müssen sich erstmal wieder darauf einstellen, dass sie in eine andere Situation kommen und das geht nicht von heute auf morgen. Richtig. Ergänz mich ruhig, nachdem ich jetzt so viel geredet habe. Ja, ich würde einfach noch vielleicht das Empfinden dazu nehmen, dann ist es noch besser zu verstehen, weil wenn ich dann gehe, habe ich jedes Mal das Gefühl, ich falle in ein Loch hinein, da wo der Absatz fehlt. Auf den Absatz habe ich mich eingespielt und das andere fehlt dann einfach und ich tapst dann in so ein Loch rein. Und das sehe ich eigentlich interessanterweise auch bei den Pferden. Die haben ja oft dieses Schultergelenk, steht ja so viel raus. Und der Muskel davor, was ich ja immer wieder kennzeichne, der stützt und lässt dann gar nicht mehr los. Und auf der anderen Seite habe ich das nicht. Also ich habe ja wirklich diese Unausgeglichenheit bis nach oben durch. Also da muss man echt dran. Nicht gleich. Ja, oder schon gleich, aber nicht in aller Massivität, sondern genau. Häppchenweise. Häppchenweise. Ja. So, also wenn wir hier jetzt eben das entlasten, dann bringe ich in diesen ganzen Bereich rein, wenn wir einmal den ganzen Brustkorb abfahren, hier, da bringe ich erstmal Ruhe rein, weil dieser Nervaustrittspunkt ist ja die Leitung zu den anderen. Das heißt, wenn ich den Teil beruhige, dann beruhigt sich auch das, was sich hinter der Schulter verbirgt und auch was Richtung Hals geht. Also der hat sich als sehr, sehr wichtiger Nervendpunkt bewährt zu massieren, weil der einfach dann, wie gesagt, den Rest dann zusätzlich entspannt. So, der andere Teil, der Gegenteil, ist sehr oft eben der Trapezbereich, weil die stehen in Korrelation, die zwei. Gurtbereich und eben der Trapezbereich. Und wie wir auch bei Grace gesehen haben, auch bei dieser Stute, die sind ja recht gut angefüllt. Da müsste man fühlen, ist da Spannung da? Wenn ja, wie viel? Ich denke, bei Grace kann es auch nicht ganz so viel sein, weil sie insgesamt eben einen sehr entspannten Eindruck macht.
Aber da muss man auch in die Tiefe gehen. Also oft ist es nicht nur oberflächlich, dass ich das weiß, sondern wie viel ist es in der Tiefe und wie ist auch der Ansatz, wo jetzt mein Zeigefinger ist, da beginnt das Schulterblatt. Wie ist da die Verbindung? Ist da Spannung und im Muskel ist Ruhe oder dann auch umgekehrt zum Widerrist hin, wo der Trapez dann ansetzt? Wie sind da die Spannungsverhältnisse und da einfach erstmal Ruhe reinzubringen und die zu desensibilisieren, dass diese Spannungen erstmal damit wegmassiert werden. Weil ich kann in den schmerzenden oder verspannten Muskeln nicht wirklich aufdehnen und nicht effektiv aufdehnen. Können ja, aber macht eigentlich keinen Sinn. Braucht man nicht, ne? Kann man sich vorstellen, wie unangenehm das ist. Ja. So mit Hexenschuss und dann einmal nach die Diagonale verdrehen, lass mal locker. Das ist mir schon passiert und sagen, ja, können vor Lachen. Und hier ist es dann ähnlich. Also erstmal muss es entspannt sein, damit ich wirklich in die Dehnung rein kann. Mhm. So, was ich hier als nächstes mache, und da möchte ich eben drauf achten oder auch euch bitten, wenn ihr das nachmacht, dass ihr erstmal Kontakt zum Bauch aufnimmt. Das heißt erstmal Hallo sagen an der Bauchdecke. Nicht direkt gleich zack und Bauch hoch, was ich einfach in der Praxis sehe, sondern erstmal wirklich nur dran und Hallo sagen. Weil die stecken ja fest. Die können ihren Brustkorb erstmal nicht bewegen. Und das vermute ich bei Grace auch, dass sie erstmal in so einem Korsett feststeckt. Sie weiß nicht wirklich nach unten. Und das wollen wir auch nicht. Aber sie weiß vor allem auch nicht, wie sie nach oben sich aufwölben kann. Also erstmal Hallo sagen. Gucken, wie ist die Lage. Wenn die das akzeptieren, dann gehe ich auf dem zweiten Bild, da kann man es etwas sehen, da fange ich an mit den Fingernägeln, so über die Haut zu kratzen und sehe, ob sie das angenehm findet. Was ich jetzt aber herausgefunden habe, ist, dass ich nicht in der Mittellinie und am Brustbein bleibe, sondern ich gehe auf die Außenseite raus. Mhm. Aha. Weil ich sehe dann, wenn ich dann ansetze und abfrage, dass sie nämlich die Widerristlinie oben deutlich mehr öffnen und vor allem auch der Trapezbereich, denn da, hier, der fühlt sich deutlich mehr an, als wenn ich nur über die Innenseite oder nur über das Brustbein komme. Kleiner Trick. Und auch hier gucke ich, was geht, wo fühlt sie sich wohl, mit was kann sie umgehen. Also nicht nur einfach drauf los. Das Wichtigste ist dann, wirklich zwischen die Vorderbeine hinein. So wie man das hier jetzt auf dem Bild sieht. Ich gehe da wirklich zu diesem ganzen Brustmuskel nach vorne durch. Und dann sehe ich eben auch, wie weit kann sich der Dornfortsatz vom Widerrist an der Schulter vorbeischieben. Und damit bringe ich eben Beweglichkeit in den Brustkorb hinein, damit nachher in der Bewegung umgekehrt die Schulter sich wieder in den Federmechanismus reinkommt. Und das würde ich zum Beispiel auch bei Grace empfehlen, weil sie hat ja diese Verklebungen, wie wir auf dem rechten Bild die Verklebung gesehen haben, weil es ist quasi alles eins. Und auf der linken Seite haben wir ja vor dem Schulterblatt diesen Muskelstrang gesehen. Und den kriege ich über dieses wirklich nach vorne rausziehen, den kriege ich dann auseinandergezogen. Also, das heißt, ich massiere nicht diesen Muskel extra, sondern über diese Mechanik kriege ich den gedehnt, weil er muss dann ja eigentlich nicht mehr arbeiten, sondern ich habe dann eine Brustmuskulatur, die den eigentlichen Job wieder übernimmt. Und jetzt kommen wir zu der Bauch- und Rumpfaszie. Ja. Oh ja. Oh ja. Ja. Eben auch für in Grace Fall ganz wichtig. So. Auch hier ist erstmal wieder angesagt, Kontakt aufnehmen, weil das sind Bereiche, da sind sie einfach sehr, sehr empfindlich. Da haben wir Faszien, da haben wir Nerven. Und wenn wir dann auf das Bild nochmal oben, auf das Anatomiebild gucken. Entschuldigung. Danke. Ja. Aber kurz. Das verdeutlicht es einfach.
Weil wir sehen nämlich hier, dass es ist gespickt mit Nerven, mit den Rippen, die natürlich dann an den Endigungen Spannungen aufbauen und eben vor allem auch die Faszien. Und die Faszien haben Eigenleben. Also das heißt, dass die extrem viel Spannungen beinhalten und dessen muss ich mir einfach bewusst sein, wenn ich das massiere, dass ich da auch da gerade sehr viel Druck rausnehmen kann und auch damit eben dieses Gefühl von Luftballon weniger wird, dass ich quasi dem Luftballon die Luft entziehe und dass es dann weicher wird. Erstmal massieren und vom oberen Bild zum unteren Bild ist einfach dieser Bereich, den massiere ich. Ich gehe nicht weiter an die Flanke, erstmal nach hinten, weil da ist es noch empfindlicher und es ist einfach ein Intimbereich, wo ich sage, nee, das ist dem Pferd erstmal verlassen, wir machen da, ich mache da nichts, weil es ist, wenn zu viel Spannung eh da ist, wie bei Grace, dieses leicht aufgeblähte, dann ist es da einfach zu früh, da ranzugehen. Also bleibe ich in diesem Bereich, wo meine Hände sind, vom oberen und vom unteren, und massiere diesen Bereich erstmal, bis ich merke, dass das Gewebe weicher wird. Wie lange kann das dauern? Also wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Oh, wenn ich jetzt so Grace, was ich die Vermutung habe, um sie jetzt mal ranzunehmen, dann kann es auch wieder 20 Minuten pro Seite sein. Also sind wir schon wieder bei 40 plus vorne, teilweise 20. 20 sind wir schon mal bei 60, 80 Minuten. Also das ist nichts, was man im Vorübergehen macht, sondern tatsächlich dann noch intensiv mal. Genau, lieber einmal dann intensiv, dass da Ruhe reinkommt. Weil alles andere ist nicht, das sind auch die Pferde zu überfordert damit, wenn man da zu schnell zu viel will. Das eine Mal und da einmal die Luft rauslassen, das ist der Schlüssel. Danach kann sich es wirklich auf eine halbe Stunde reduzieren. Aber einmal diese Luft, wie gesagt, wie auf dem Luftballon, einmal entweichen lassen. Und am liebsten zeigen lassen beim Therapeuten vor Ort, ne? Ja. Also diese erste Anleitung. Massage, dieses Ersthandling. Ja. Und wichtig ist auch, ich habe das extra mich auch so hingestellt, dass Sie bitte gehen Sie nicht an, nach weiter hinten, weil die Pferde natürlich auch das sehr als unangenehm empfinden und dann schlagen die auch schnell mal aus. So, und wenn ich vorne an der Schulter bleibe, so wie man das auf dem Bild sieht, dann bin ich aus dieser Gefahrenzone eine abzukriegen ziemlich gut raus. Manche sind sehr athletisch, die erwischen mich da dann trotzdem noch. Also auch so, wie man auf dem Bild dann sieht, habe ich schon eine abgekriegt. Aber in der Regel passiert nichts. Dann ist es einfach zur Seite, dann weiß ich, okay, ich muss wieder ein bisschen mehr Druck rausnehmen. Also immer dem Pferd anpassen, was er verarbeiten kann und trotzdem mit der Konsequenz, das Gewebe aufzuweichen. So, hier sind wir jetzt, wenn das Gewebe weicher geworden ist, auch da zu mobilisieren, weil die Pferde können einfach, die wissen gar nicht mehr, wie sie die Bauchmuskulatur hier anspannen sollen. Und auch hier nehme ich erstmal Kontakt auf. Erstmal wieder Hallo sagen, damit das Pferd weiß, ah, da kommt was, dass es Vertrauen kriegt und nicht gleich in eine Abwehrhaltung geht, und, ah, ich kann das nicht. So, im zweiten Zug nehme ich dann eben die Fingernägel, die man dann auch sehen kann, dass ich wieder, wie wenn ich kratzen möchte, die Bauchdecke zu aktivieren, dass die Pferde die Bauchdecke nach oben ziehen. So wie das jetzt auf dem zweiten Bild dann sehen. Und da habe ich bei der Studie eben erreicht, dass sie halt die Bauchdecke einziehen kann und den ganzen Rücken nach oben zieht. Das kann man hier vielleicht nochmal im Vergleich zu dem Bild sehr schön sehen, wie die Rückenlinie hier aussieht und wie wir jetzt hier die Rückenlinie sehen, ne? Wo sie quasi alles nach oben bringt. Richtig. Also ich unterteile es inzwischen auch, wie ich den Bauch massiere bzw. mobilisiere in den erstmal vorderen Teil und dann in den hinteren Teil. Und man kann bei den zwei Bildern auch sehr schön sein, wie sie sich wirklich im Hals lang macht, gerade vor der Schulter und wie sich der ganze Hals streckt. Und wie bei der Stute kann man eben gerade den Bereich hier, wo der Strick ist, da, dann streckt sich das und es geht dann weg. Also dieses Aufgestockte geht einfach von selber weg. Und es würde bei Grace dann genauso passieren. So. Und das Erstaunliche ist nämlich, die Pferde, die pupsen dann auch sehr oft. Erst will ich, dass sie durchatmen. Vorne geht der Luftverkehr. Und dann möchte ich, dass hinten geht es weiter. Und man kann echt, also ich staune da immer wieder, wie viel Luft da teilweise kommt. Also ich habe einen
Gut, Extremfall natürlich wieder. Aber an dem habe ich 2 Stunden massiert. Ich weiß nicht, wie viel Liter Luft da kam. Es war ein Pony. Aber der hatte nachher eine Flanke, wo man wirklich eine Taille sehen konnte. Der hatte so viel Luft im Bauch. Das war echt Wahnsinn. Und da war das Problem nicht zu wenig Bewegung, sondern viel zu viel und falsches Futter. Wir haben dann das Futter analysiert und was ich zumindest als Ratschläge jetzt mal geben kann und die umstellen kann, habe ich denen mit an die Hand gegeben, aber da nochmal wirklich einen Experten dazuzuholen, der das Pony dann wirklich darauf einstellt. Das ist dann, wo es dann Hand in Hand arbeitet. Weil ich kein Futterexperte bin, ich kann das Grobe, aber zumindest mal richtungsweisend dann das Ganze verändern, sodass sich das Pferd dann wohler fühlt. Und dann kann auch die Lymphe fließen, weil wir haben im Beckenbereich und wir haben im Brustkorbbereich haben wir einfach die großen Lymphknoten und sobald es nach vorne und hinten eben aufmacht, ist dieser Fluss da und dann werden sich auch die Beine verändern. Eieiei, das hängt alles zusammen. Und diese Stute, die war einfach nach der Behandlung, die war echt, die hat sich auf ihre Seite, auf ihre Art und Weise bedankt, weil die war echt froh, dass sie den Druck aus dem Bauch raus hatte und hat einfach sich erstmal geguckt, ach, wie schön, mach weiter. Und im Fall von Grace oder auch von vielen anderen Pferden hilft es denen einfach erstmal, diesen Druck loszuwerden und da können wir dem dabei helfen. Und die Besitzerin schreibt ja auch, dass sie immer wieder erst mit dieser Klemmigkeit zu tun hat und wenn sie sich nach der Lösungsphase oder vor allem danach ausgebockt hat, dann geht's. Und es ist dieses Freimachen und da kann man eben halt Grace helfen, dass im Vorfeld, bevor der Druck vom Reiter von oben das Ganze kommt, dass sie den schon weg hat und dass einfach angenehm in die Arbeit reingeht. Karin, wir haben noch eine Frage hier. Macht ihr das dann von beiden Seiten? Definitiv ja. Das zum einen, auch wenn die Pferde gerade sind und in Graces Fall, dadurch, dass ja die Hufe vorne ungleich sind, da ist es noch umso mehr wichtig, weil sie ja auch in ihrer Links-Rechts-Wahrnehmung gestört ist. Ganz wichtig. Karin, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. In ein paar Wochen sehen wir uns wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Jetzt stoppe ich mal hier die Bildschirmfreigabe. Müsst ihr uns nochmal in voller Breite ertragen. Ja, schön, dass ihr da wart. Danke, Karin, dass du hier warst. Mr. P. hat es auch wieder gefreut und wir sehen und wir hören uns. Übrigens, wir uns, wenn ihr mögt, tatsächlich schon wieder morgen. Morgen machen wir ein Im Gespräch mit Nico Welp von der Pferdehilfe Pro Equine, die sich mit uns darüber unterhalten wird, was Pferdeschutz in Zeiten von Corona bedeutet und wie die Situation an dieser Front im Moment aussieht. Danke, bis dahin, macht's gut. Wir hören und sehen. Tschö. Tschüss.